Das fünfte Rennen ist gestartet und den schnellsten Antritt hat der Cap Paslo TF. Außen kommt Guric dazu. Dann sieht man Idalo Dovillier vor Ido Dagis, Acker de Boom und außen dann über die Püpp. Feld ist im ersten Bogen. Die erste Zwischenzeit ist 11:02, vorgelegt von Cap Paslo TF. Dicht auf dahinter dann Guric. 3-4 Längen Abstand zu Idalo Dovillier. Vierter ist Ido Dagis. Dann über die Pöpp hat hier nach innen gefunden und am Ende Acker de Boom. Das Feld schiebt sich jetzt dichter zusammen. Alle an der Innenkante. Und Cap Paslo zeigt den Weg und führt das Feld nun in den Lurper Bogen hinein. Die Zwischenzeit im Bogen lautet 16:03. Cap Paslo, TF können wir ja weglassen. Machen wir einfach mal. Cap Paslo weiter vor Guric, Idalo Dovillier, Ido Dagis, Übel die Püpp und Acker de Boom. Das sind die unveränderten Positionen. Eine Runde ist zurückgelegt und jetzt orientiert sich der Favorit nach außen, Ido Dagis. Da hängt sich Übel die Püpp dran. Es geht auf die Schlussrunde und Ido Dagis rückt außen vor, ist nun an der Seite von Idalo Dovillier. 1000 Meter sind es nicht mehr bis zum Ziel. Und Ido Dagis setzt seinen Vormarsch durch den Bogen hindurch fort. Hübbelipöp hat sich, wie gesagt, dran gehängt. Vorne weiter Cap Paslo. Cap Paslo erreicht als erster die Überseite. Eine gute Länge jetzt vor außen Ido Dagis. Die Zwischenzeit 16:05. Und Ido Dagis hat sich den Gegner jetzt quasi zurechtgelegt, aber der will das Kommando natürlich nicht preisgeben. Ende gegenüber ist erreicht, die Fahrt zieht an, es geht in den Schlussbogen hinein, Acker de Boom muss abreißen lassen. Im letzten Bogen Cap Paslo verschärft, die Fahrt ist nun 2-3 Längen vor Ido Dagis. Dahinter dann Guric, Idalo Dovillier und Hübbel de Pöpp haben Mühe, bei der verschärften Fahrt zu folgen. 15:05 die Zwischenzeit. Weiter Cap Paslo, dahinter Ido Dagis, der ist aber noch einige Meter entfernt in der Distanz. Cap Paslo, Ido Dagis mit der Schlussattacke. Cap Paslo, Ido Dagis versucht es noch einmal, aber der kommt von den Beinen. Fehler von Ido Dagis und Cap Paslo. Sieben rot, die sieben. Gewinnt dahinter dann Guric vor Hübbel de Pöpp und Idalo Dovillier. Der vorläufige Richterspruch für das fünfte Rennen. Es gewinnt die 5 Cap Paslo vor der 6 Guric und der 3 Hübbel de Pöpp. 5-6-3 vorläufig. Die Sieger aus dem fünften Rennen fahren vor. Das sind Marciano Hauber und die Programm Nummer 5 Cap Paslo. Der vierjährige Captain Crazy Sohn aus den Niederlanden ist aber ein Pferd aus dem französischen Gestützbuch. Steht im Training bei Bas Krebers. Besitzer ist Herr de Boer. Egal. Marciano Hauber ist der Siegfahrer. Oder gewinnt. Und er ist ganz schön groß, Carsten. Oder ist Birgit so klein? Beides. Nein, er ist groß. Oha, er ist riesig groß. Aber ich glaube, er will gehen. Wir halten ihn nicht auf. Herzlichen Glückwunsch, Marcian. Ja, vielen lieben Dank. Siegen kann so einfach sein, nicht? Oder? Naja, jeder Renner muss gelaufen werden und natürlich war mein Hauptgegner gelobt, das war natürlich das Glück, aber ich glaube, wir hatten ihn heute sowieso geboxt, denke ich. Ja, ich habe schon unterwegs gesehen, du saßt voller Zuversicht und euch konnte nichts erschüttern. Nee, ich habe unterwegs auch ein Top-Gefühl gehabt und ja, dass er kam und habe ich gesehen, letzte Woche wird er schief und dann habe ich meinen Moment genommen, um ja, den Weg nach vorne zu nehmen und ja, dann musste er so schnell laufen. Dann ging er galopp. Du hast ein großartiges Wochenende gehabt in München. Ihr wart im dreijährigen Kriterium der Stuten 1-2. Was ist das für ein Gefühl? Ja, das ist natürlich fantastisch. Wir kommen dahin, um natürlich Ergebnisse zu holen. Aber dass die beiden Pferde 1-2 am Ende sind, das ist natürlich ein Traum. Und das ist natürlich nur Lob für das ganze Team. Und auf der Rückfahrt lief dein schönes Siegerlied aus den Niederlanden wahrscheinlich die ganze Zeit. Nein, noch nicht. Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe ja nicht gewonnen, ich war Zweiter. Aber die Freude war groß, ja. Dann einmal einen richtig schönen Siegerapplaus für Marciano Hauber
Und jetzt muss ich gucken, ohne Brille. Kapaslo. Kapaslo, so ist es, genau. Blumen gibt es auch. Ist das der Besitzer? Herzlichen Glückwunsch. Für Sie eine Überraschung? Oder, Nein, das ist ein gut Pferd. Und zu Hause arbeitet er sehr gut. Und das macht er auch. Und ja, ich bin glücklich damit. Ja. Das dürfen Sie auch sein. Haben Sie auch eine gute Rückfahrt heute? Sogar war kein Rennenform und hier wohl. Da müssen wir fahren. Ne? Wir bemühen uns. Ja. Kommen Sie gut nach Hause. Danke. Auch noch einen Applaus, bitte. Ja, Capaslo und Marciano Hauber auf dem Weg zurück in den Stall. Und wir auf dem Weg zum endgültigen Richterspruch für das fünfte Rennen. Es gewinnt die 5 Capaslo vor der 6 Guric und der 3 Hübbel de Pop. Vierter die 4 Ida Lodovier und fünfter die 2 Acker de Boom. Capaslo gewinnt in 1:14.3. Überlegen mit Weile die weiteren Abstände. 5 Längen Hals, Weile. Quoten, Sieg 2,80, Plätze 5,40, 2,90, Plätze 18,80 und die Dreier wird 27,60.